natürlich auch noch kurz vorstellen, nämlich Dr. Nathalie Grams. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo. Und es waren gestern Abend schon ein paar Frühanreiser da und wir haben uns natürlich auch darüber ausgetauscht, wo wir untergebracht sind. Und dann hat dann jemand gesagt, ja, ich bin da direkt gegenüber im INH-Hotel. Und ich dachte, oh cool, jetzt haben wir von der Pharmakohle schon ganze Hotelketten gekauft oder was? Ist das so? Ja. Ja, natürlich, ja. Nathalie, du warst ja jetzt dabei, diese Challenge zu designen und du kennst dich sehr gut aus, du warst nämlich selber mal Homöopathin und das ist kein Geheimnis, ich darf das sagen. Ja, ich glaube, das wissen wir. Genau, das wissen die allermeisten. Wenn man dir, als du noch aktiv warst, als Homöopathin und Patienten behandelt hast, wenn man dir diese Challenge vorgelegt hätte, hättest du die angenommen? Nein. Warum? Aus zwei Gründen nicht. Ich glaube, man fühlt sich sowieso überlegen, man lässt sich nicht durch solche Wetten oder irgendwelche Challenges irgendwie aus der Reserve locken. Und ich glaube zum anderen, jeder Homöopath zweifelt und verdrängt das nur. Und durch eine solche Challenge würden diese Zweifel ja offenbar werden oder dargelegt werden. Und das möchte man verhindern. Also sagt man, das ist doch überhaupt keine Möglichkeit, die Homöopathie zu testen. Wer sowas behauptet, da sieht man ja wieder, die Skeptiker haben überhaupt keine Ahnung von Homöopathie. Und damit wehrt man das ab. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, ob sich irgendjemand meldet. Ich denke, von den großen Zentralvereinen homöopathischer Ärzte oder so, die werden darüber nur lachen. Okay. Unser Meme hier, das wir aufgelegt haben, ist ein aktueller Bento-Artikel, glaube ich, ein paar Tage alt und hat mich doch fatal erinnert an das hier. Der Glaube tut Wunder und solche Wunder tut der Glaube an die Homöopathie. Das nützt eigentlich überhaupt nichts. Helfen Sie dann nur, weil die Kranken an ihre Wirksamkeit glauben. Diesen Glauben dem Publikum zu vermitteln, ist die eigentliche Kunst der Homöopathie. So, und jetzt dürfen Sie mal raten, von wann dieser Satz ist. Verzeihung? Richtig. Es stammt aus diesem Buch, etwas über die Homöopathie. Es ist nicht ganz korrekt, es ist von 1834. Also Homöopathiekritik, sofort als das entstand, gab es Kritik daran seit 184 Jahren. Warum ist das immer noch so populär in Deutschland? Ich glaube halt einfach, man kommt in dieser Diskussion nicht wirklich weiter, weil immer wieder eben, was hier auch steht, der Glaube und Wissen miteinander vermischt wird. Von Homöopathenseite sicherlich bewusst und von Skeptikerseite eher verzweifelt, weil man versucht zu sagen, wo ist denn die Grenze und was können wir wissen und was muss man glauben, was muss man annehmen, um eine Wirksamkeit der Homöopathie zu empfinden. Und das zweite Problem ist sicherlich einfach dieser Moment, wo man sagt, ich habe eine positive Erfahrung gemacht und das soll mir keiner wegnehmen dürfen. Und deswegen versuchen wir auch in unserer Kritik immer wieder zu sagen, niemand möchte Ihnen die Erfahrung wegnehmen, die Sie vielleicht wirklich positiv mit der Homöopathie oder bei Ihren Kindern oder bei Ihrer Katze gemacht haben. Aber wir möchten diese Erfahrung gerne erklären vor dem Hintergrund des Wissens, das wir heute haben. Und das ist eben zumindest der Ansatz, den wir jetzt sehr massiv auch in den sozialen Medien verfolgen. Nathalie, du kennst jetzt beide Seiten. Denkst du, dass, wenn wir es immer mit Argumenten und Challenges und so weiter, das ist wichtig, natürlich, ohne Argumente geht es auch nicht, weil dann, naja, wären wir keine Skeptiker. Wo muss man die Leute noch finden, wenn nicht bei der Logik, bei der Argumentation, bei der Wissenschaft? Ja, ist eine gute Frage, die mich ja letztlich jetzt auch seit 2-3 Jahren umtreibt, weil man macht das ja nicht nur zum Selbstzweck, sondern es geht ja schon auch darum, Aufklärung zu betreiben und damit Erfolg zu haben. Letztlich natürlich auch politisch Erfolg zu haben, dass die Stellung der Homöopathie in der Medizin als Arzneimittel wirklich gekippt wird. Das ist ja nicht einfach nur so, dass wir sagen, wir möchten die Menschen erreichen, ne? Wir möchten auch politisch was erreichen. Und deswegen, das ist natürlich dann zweierlei Dinge, das man tun muss. In der Politik brauchen wir ganz klare Argumente und wir brauchen vor allem die richtigen Ansprechpartner und die haben wir mittlerweile und das ist gut. Auf der anderen Seite können wir keine politischen Entscheidungen durchdrücken sozusagen, wenn wir die Menschen, die Gesellschaft, die Bevölkerung, die Patienten nicht mitnehmen. Und für diese Art der Diskussion und Aufklärung ist es, glaube ich, wichtig, die Menschen auf einer emotionalen, sympathischen Ebene zu erreichen und ein Gefühl auszulösen. Letztlich vielleicht das Gefühl, es ist peinlich, noch an Homöopathie zu glauben. 2018, ich bitte Sie. Ja? Okay.
Genau, das geht so ein bisschen in diese Richtung. Ich habe das Ding mal weiter durchgeblättert. Also man, wie gesagt, man könnte das 1:1 heute so auflegen und es wird alles noch stimmen, was gegen sie, also gegen die Homöopathie zu sagen ist, ist längst gesagt. Sie ist, ist genau, was Claudia gesagt hat, sie ist wissenschaftlich geprüft, sie ist herzhaft geprüft, man macht Witze drüber, nichts kann ihr irgendwie anhaben. Außer jetzt doch mit relativ überraschend großem Erfolg seit 2 Jahren das INH, wo jetzt, man sieht ja auch, das Letzte, was du mal getwittert hast, die DHU plant offenbar irgendeine große Werbekampagne. Also das sind so Nadelstiche, wo die jetzt so langsam merken, oh, was passiert denn da? Ja, also fanden wir jetzt zumindest sehr erstaunlich. Die Rückgänge für die oder für den Umsatz der Homöopathie sind erstmals nicht nur stagniert in 2016, sondern 2017 auch zurückgegangen. Kann man immer noch sagen, ja, weiß man nicht, wie es weitergeht, kann jetzt auch an allen möglichen Dingen gelegen haben. Aber nehmen wir mal an, das ist unserer breiten Kritik geschuldet, dann scheinen das auch Hersteller wie der größte deutsche Hersteller, die DHU, eben auch zu merken und haben eine riesige, riesige Werbekampagne da aufgelegt mit 2 neuen Webseiten und riesigen Hashtag-Aktionen. Und was haben wir als allererstes gemacht? Wir haben den Hashtag gecovert. Und wenn Sie mal gucken, und da mach auch du mit, auf Twitter, dann können Sie sehen, was wir da gemacht haben. Wir haben nämlich lauter lustige und spaßige und satirische Tweets unter diesem Hashtag gepostet und natürlich auch Aufklärung betrieben, so was jemand, der jetzt quasi diesem Werbeaufruf folgt, dass der eben gleich sozusagen mit den richtigen Informationen und Links und Quellen versorgt wird. Und sowas macht dann schon auf gewisse Weise auch Spaß und ich glaube, die ärgern sich schwarz darüber. Andere Geschichte, du hattest es schon angesprochen, auch wie gesagt, 184 Jahre alt, dieser Glaube wird schwinden, sobald die Regierungen aufhören, diesem Unwesen mit Gleichgültigkeit zuzusehen. Das ist das, was du gesagt hast und du hast jetzt aber auch gesagt, du darfst vermutlich keine Namen und Orte nennen, aber ihr seid im Gespräch mit Politikern, mit Gesundheitspolitik und allem Möglichen. Ja, also das ist wirklich was, was jetzt in den 3 Jahren gelungen ist, da Kontakte in die hohe Gesundheitspolitik Deutschlands zu bekommen, nicht nur irgendwie mit lokalen Politikern sich darüber auszutauschen, wie doof das ist mit der Homöopathie. Und was halt im Moment noch der Fall ist, Politiker scheuen sich vor diesem, von der riesigen Empörungswelle, die sicherlich auftreten wird, wenn man sagt, man ändert irgendwas an der Homöopathie. Wir merken das, wenn wir so kleine Testballons starten lassen, wie jetzt zum Beispiel die Abschaffung der Zusatzbezeichnung Homöopathie für Ärzte. Heute auf dem Deutschen Ärztetag, wo wir mal gucken wollen, gelingt es, das durchzusetzen, ja, das abzuschaffen. Das wäre vielleicht nicht wirklich wichtig, weil die Homöopathen, die es jetzt sind, dürfen das natürlich auch erstmal bleiben. Aber als Signal- und Symbolwirkung sind solche Sachen für uns unheimlich entscheidend. Und natürlich guckt die Politik mit uns drauf, wie reagieren die Menschen darauf, wie reagieren die Ärzte darauf, wie reagieren die Patienten. Und dann wagt man einen neuen Schritt. Und das, die 2 Punkte, die wir politisch erreichen wollen, ist, dass Krankenkassen nicht mehr für Homöopathika oder homöopathische Behandlungen erstatten. Und zum Zweiten, dass dieser Status des Arzneimittels der Homöopathie aberkannt wird. Und wenn wir das erreicht haben, haben wir eigentlich schon alles erreicht. Dann fällt die Apothekenpflicht. Applaus